Zum Schreiben gekommen bin ich, so wie wahrscheinlich fast alle, durchs Lesen. Mir waren schon als Kind Bücher sehr wichtig und ich habe dann auch schon als Kind versucht zu schreiben, kleine Geschichten zu schreiben. Es waren meistens ziemlich vergebliche Versuche, die sehr bald irgendwo abgebrochen und versandet sind. Dann in meiner Jugend, mit 14 oder 15 Jahren, habe ich mehr und mehr gemerkt, dass es auch noch eine andere Dimension in der Literatur und in den Büchern gibt und dass ich durchs Lesen und durchs Schreiben auch sozusagen für mich die Welt entdecken kann, dass es meine Art ist, die Welt zu sehen und mich in der Welt zu begreifen. Vielleicht ist der entscheidendste Zug, der meinen Büchern gemeinsam ist, dass in allen der Ort sehr wichtig ist, ob es Timbuktu und die Regionen Afrikas, die die Reisen in meinem ersten Buch Der einzige Ort durchqueren sind, oder ob es die Wiener Leopoldstadt in den anderen beiden Büchern ist. Ich versuche dann, diese Orte zu Feldern zu machen, in denen sich verschiedene Zeitschichten, in denen sich Imagination und Wirklichkeit treffen und in denen sozusagen die Gespenster herumwandern. Man muss sich natürlich darüber im Klaren sein, dass man mit Literatur nur eine winzige Minderheit erreicht. Andererseits denke ich, dass Literatur etwas kann, was andere Formen von Sprache, was andere Medien nicht können. Und dass vielleicht eine kleine Revolution, die ein Buch in irgendeinem einzelnen Kopf zufällig auslöst, ihre eigenen ganz seltsamen Wirkungen haben kann, die man als Autor weder vorberechnen kann noch sollte.